Die Batteriegasse in der Amberger Innenstadt. Hier ist ein kleines Juwel versteckt, das langsam aber sicher verfällt. Der Henkersturm. Die Stadtbau Amberg möchte hier gerne investieren, ein paar hunderttausend Euro in die Hand nehmen. Unser E-Häusl ist ein Highlight und zieht Leute aus der ganzen Welt an. Und so sind wir auf die Idee gekommen, auch diesen Turm, den Henkerturm, mit einem ähnlichen Konzept zu bewirtschaften und zu sanieren. Das Engagement der Stadtbau Amberg wird von der CSU-Fraktion gewürdigt. Sie informierte sich bei einem Vororttermin über die Pläne der Stadtbau. Diese Sanierung im Amberger Ei in Angriff nehmen sei sehr wichtig, so Fraktionsvorsitzender Dieter Musemann. Ferner? Unsere gesamte Innenstadt ist ja ein historisches Juwel, kann man sagen. Wir betreiben hier seit 20, 30, 40 Jahren Altstadtsanierung. Und es geht einfach darum, Baudenkmäler für die Zukunft zu erhalten. Und mit diesem Baudenkmal, nämlich dem Henkerturm, den die Stadtbau zu einer Ferienwohnung entwickeln will, können wir natürlich auch über die Grenzen Ambergs hinaus zeigen, welch tolle Altstadt wir hier in Amberg haben, wie schön das es ist, hier in Amberg auch Urlaub zu machen. Nach dem Termin am Henkersturm ging es dann noch in die Bahnhofsgarage. Diese wurde von der Stadtbau Amberg heller und kundenfreundlicher gestaltet. Und einen Erfolg für den CSU-Ortsverband Stadtmitte gibt es in der Bahnhofsgarage auch. Auf Anregung des Ortsverbands wurden von der Stadtbau 5 Seniorenparkplätze geschaffen. Die Botschaft hier, die Amberger Innenstadt ist sehr leicht und zudem noch sehr kostengünstig zu erreichen.